Hey ho und herzlich willkommen zurück zu Mischinki, der Eisenbahnsimulation mit Herz. Heute werden wir uns tatsächlich mal endlich um die Kohle kümmern, dass die auch mal sprudelt. Wir haben sonst den Rest schon ganz gut in den Griff bekommen. In der letzten Folge auch wirklich sinnlose Strecken gebaut, einfach aus Spaß an der Freude, sag ich mal. Aber es funktioniert. Nur jetzt, was machen wir? Hier haben wir unsere Werkzeugfabrik. Und hier haben wir eine Kohlenmine. Und das ist wahrscheinlich das Erste, was ich jetzt machen werde, dass die endlich mal die Kohle zur Werkzeugfabrik liefert. Das ist nicht so einfach, weil das Gelände hier so dämlich ist. Ziemlich uneben. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm. Hey, das ist auch gar nicht so schlimm. Ja, hier an der Mine selbst, die ist sehr komisch gelegen. Wie mache ich das jetzt mit dem Bahnhof? Den kann ich jetzt hier nicht in die Luft bauen, ne? Nee, das geht nicht. Ja, gucke ich mal, dass ich das vielleicht erhöhe hier, sonst haben wir hier keine Chance. Ja, nicht wirklich gut. Das ist sehr ungünstig gelegen. Ich glaube aber, hier müsste es funktionieren. Das Gleis käme dann hier an. Irgendwie. Das passt. Jetzt habe ich nicht darauf geachtet. Ist der Bahnhof tatsächlich... Ja, der hat die Kohlenmine drauf. Hier hinten ist zu kurz. Das sollten wir direkt angleichen. Wops. Wieder mal 200 Ocken weg. Ah, wir kriegen übrigens eine Subvention, denn wir haben endlich mal... Irgendwie, was habe ich gemacht? Ach ja, 6 Züge habe ich tatsächlich. 5 sind eingesetzt, den 6. habe ich schon gekauft. Den werden wir dann hier gleich machen, ne? Neue Lokomotive kaufen. Oh, wir haben schon diesen Schnellzug. Ay, super. Für den müssen wir da noch was bauen, ja. So, was haben wir noch? Wenn wir eben reingucken, Lieferung von Holz, erhalte deine Belohnung. Ja, noch eine Belohnung. 200 Holzbretter haben wir geliefert. Jetzt fehlt uns noch die Kohlenlieferung, ja. Und dann haben wir hier noch eine Belohnung. Passagiere. Bahnhofserweiterung haben wir gebaut, richtig. Haben wir immer sofort am Anfang schon gemacht. Cool, jetzt haben wir ja schon richtig was verdient hier. Sehr gut. Das läuft noch. Wir haben, müssen wir auch eben checken, bis 39 Zeit. Das ist noch ein bisschen, 7 Jahre. Wir haben aber erst knapp über 100 Baumstämme geliefert. Das dürfte knapp werden. Muss man kein großer Mathematiker sein, um festzustellen, dass das etwas knapp wird. Also werde ich noch einen Holzzug oben einsetzen. Aber jetzt eins nach dem anderen. Vielleicht nochmal ein bisschen Zeit schinden, indem ich auf Stopp drücke. So, die Strecke ist im Grunde fertig. Die werden wir einfach blocken. Alles andere ist Quatsch. So, und dann brauchen wir eigentlich nur noch einen Zug, der hin und her fährt. Das kann ein ganz billiger Zug sein. Der braucht jetzt auch hier nicht wenden. Der kann, das ist so ein kurzes Stück, der kann vor und zurückfahren. Er hat auch sogar nur ein Gefälle und eine Steigung demzufolge. Oh, und das ist ganz anders, als ich mir vorgestellt hatte. Das sah so komisch aus, das Gelände hier. Gut, habe ich ganz gut gemacht. So, dann werden wir mal einen Zug nehmen. Schauen wir, wie das funktioniert. Ja, und wenn das dann doch zu langsam läuft oder was, dann müssen wir es eben doch nochmal ändern. So, da habe ich jetzt dieses Schnellzug. Ich glaube, ich kaufe aber nochmal einen neuen. Ich nehme dann nochmal so eine billige Porter. Ich freue mich auch darauf, dass wir bald die Bahnhöfe verbessern können. Aber noch eine Porter will ich jetzt nehmen. Für diesen Kohlenzug, der ist ja wirklich irgendwie so pisselig. So, was haben wir denn hier? Diese Talbots, das sind sehr günstige Dinger. Ich nehme die erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So. Und die werden jetzt alle an die Porter rangehen. Welche ist denn jetzt die Porter? Moment, das war jetzt die linke mit dem roten Führerhaus, genau. Kann man einfach über Drag und Drop oben einfügen, so. So, dann brauchen wir das nicht mehr. Dann haben wir hier den Zug, das können wir auch mal zumachen. Ich denke, das wird dann der Holzzug für oben. Der zweite Holzzug, den ich da einsetzen möchte. So, dann fährt diese Bahn einfach mal... Hier hinten hin an ihren Einsatzort. Das dauert jetzt auch wieder etwas.
Wird schon funktionieren, ne? Nur wir haben ja immer das Problem, wenn wir einen Zug manuell auf die Strecke bringen, dass der erstmal in den laufenden Verkehr rein muss. Siehst du denn das, den lassen wir mal vorbei hier, den Personenzug. Wenn der vorbei ist, ist der Block wieder unbesetzt hier, also können wir ruhig fahren. Ja, komm, gib schon mal Gas. Alle echten Eisenbahner schlagen jetzt die Hände über den Kopf zusammen. Aber ich hab's halt voll drauf, ne? Ich weiß nicht, ob so Schrankenwärter für mich der richtige Beruf wäre. Im Stellwerk arbeiten. Komm, wir probieren mal was aus. Ach, der passt schon noch. Ah, den ICE kriegen wir auch noch dazwischen. So, die nächste Stelle ist auch geschafft. Am Sägewerk die Passage. Wir fahren direkt auch in das rote Gleis. Da ist noch dieser Sägewerkzug drauf, der Holzzug hier. Und hatte ich dem nicht auch mal einen Namen gegeben? Nee, hab ich vergessen. Das ist doch der Holzhaini. Ich denke gerade, wieso sagst du hier Holzzug? Der Holzhaini ist es doch. So, der ist nämlich jetzt schön in Sicherheit und der wird jetzt auch nicht mehr rauskommen, bis unser Kohlenzug vorbei ist. Ah, der natürlich jetzt das nicht schafft. Ah, gut, da müssen wir doch nochmal eben. Das geht jetzt nicht. Ach, okay. Macht nichts. Dann bauen wir dem jetzt hier doch noch einen Abzweig rein. Ist vielleicht auch sowieso viel besser, Mensch. Hätte ich auch sofort einfach machen können. So, und abtrennen. So sieht das schön aus auf gleicher Höhe. So habe ich es am liebsten. Und dann fahren wir weiter. Und jetzt ist das aber wirklich richtig gut. Jetzt kann er auch direkt. Ah! Zack. Tour noch ändern. Gucken, ob das war jetzt. War das rechtzeitig noch? Ja, Gott sei Dank. So, der ist jetzt gleich da weg. Und dann fährt er hier auch direkt wieder los. Er ist sowieso jetzt hier noch mit dem Wenden beschäftigt. Aber es geht jetzt hier auch reibungslos. Das haben wir wieder wie am Schnürchen gemacht. Das Problem ist jetzt nur, ja, es kommt aufs selbe raus, denke ich mal. Jetzt fährt er immer voll beladen rückwärts. Ne? Da müsste ich mir vielleicht auch nochmal was überlegen. Dass wir ihn doch nochmal wenden lassen oder wie, ne? Nur ich habe jetzt gerade noch viele Zugprojekte am Laufen, wo ich nämlich noch drum kümmern muss und deswegen möchte ich nicht zu viel Geld ausgeben. Es kommt auch nicht mehr ganz so viel so schnell rein. Das heißt, da müssen wir auch mal gucken, dass wir vielleicht oben noch mal mehr Anhänger anbauen und ja, nächste Schritt ist, dass wir Kohlenocken jetzt generieren und zwar mindestens erstmal 50, damit wir unseren Lokschuppen ausbauen können. Dann haben wir nämlich noch mal Möglichkeit für viel bessere Waggons und ich glaube auch schon Personenwaggons, wenn ich mich nicht irre. Und damit lässt sich dann noch mal wesentlich mehr Geld verdienen. So, das schauen wir uns jetzt auch noch an, ob das funktioniert. Und dann werde ich noch versuchen, dass ich den zweiten Holzzug oben hinbringe, damit das auch alles klappt. Ja, das ist jetzt nicht so optimal. Das dauert erstmal sehr lang. Und außerdem ist jetzt hier die Strecke nicht frei. Das heißt, hier werde ich wahrscheinlich alles sowieso mal umstellen müssen. Und zwar so. Dann können die nämlich weg. Das ist jetzt hier geblockt. Und die Strecke, Hauptstrecke, die wird direkt hier geblockt. Die fährt hier nur rein, wenn der ganze Bereich jetzt hier frei ist. Alles andere macht da keinen Sinn. Was haben wir denn hier für eine Meldung jetzt gerade bekommen? Nichts Besonderes. So, jetzt erste Kohle. Jetzt werden wir zusehen können, wie hier unten die Ocken sprudeln. Naja, das wird jetzt noch richtig lange dauern, bis wir 50 zusammen haben. Der ist auch nicht ganz voll beladen, sehe ich gerade. Da müssen wir auch noch was dran tun. Also, die Werkzeugfabriken, die sind sehr wichtig. Die stellen Goldocken her und Kohleocken. Einen haben wir schon. Super. Zwei. Pass auf, jetzt müssen wir schauen, dass wir die Kohleförderung auch noch ein bisschen in die Gänge bekommen. Mal gucken. Klicken wir aufs Kohlewerk, auf Verbesserung und dann können wir ein Kohlelager bauen. Hier sieht es vielleicht schön aus. Und dadurch wird nochmal
50% mehr Kohle gefördert. Den Rest können wir uns noch nicht erlauben. Ihr seht, da brauchen wir auch Kohleocken für. Schuppen für Lampen. Und das lässt sich noch sehr weit ausbauen. Wir können hier noch Grubenzimmerungen einbauen, dass das die. Ihr könnt die tiefere Minenschächte bauen. Ist ja was für uns Minenarbeiter, ne? Und einen zweiten Minenarbeiterschacht. Aber das dauert noch ganz lange, weil wir da noch erst ja auch Silber für brauchen, ne? Das ist noch ein bisschen bis dahin. Ein bisschen Geld verdienen. Wir werden jetzt noch ein paar Folgen einschieben, wo wir das hier mal ins Laufen bringen. Wie gesagt, neue Waggons einrichten und diesen Holzzug noch auf die Strecke bringen, dass das auch mit diesem Auftrag noch klappt. Ich habe natürlich den Ehrgeiz, dass ich auch diese Aufträge hinbekomme. Ich glaube, finanziell ist das jetzt nicht so schlimm. Wie kriegen wir denn dafür? 300. Ja, das ist jetzt echt ein Witz, ne? So, wir geben ja das Dreifache aus für diese ganze Strecke da hinten. Selbst ohne diese merkwürdige Streckenüberführung. Was wir noch machen können, um die Kohlenförderung zu steigern, ist, ich habe hier entdeckt, an dieser toten neuen Strecke, wo praktisch nie einer hinkommt, außer es wird ein Zug überführt nach da hinten. Überführt nach Fürth. hier ist die Kohlenmine bei Saarbrücken. Und das ist auch ein leichtes, die noch da anzuschließen. Und da wir heute die Kohlenfolge machen und noch ein bisschen Zeit ist, machen wir das auch nochmal auf die Schnelle. Mal gucken, wo es hier am günstigsten ist. Vielleicht hier. Nein, der sollte dann aber also vorwärts da rein beraten. Auf jeden Fall. Ach, da ist wieder zu steil. Ja, seht ihr, jetzt geht's wieder los. Nur mal eben können wir das machen. Von wegen. Von wegen eben. Alles schräg hier. So, jetzt sollte es klappen. Es sei denn, ich habe was auf den Augen. Na, also. So, dann direkt hier. Das ist nicht so lang. Und wie wenden wir? Wie wenden wir? Wie wenden wir? Wendekreis ganz normal. Vielleicht ist ein Wendekreis mal wieder angesagt, ne? Und den bauen wir dann hier in die. Ja, hier so rein. Beschlossene Sache. Da wird jetzt gar nicht lange drüber überlegt. Das machen wir einfach. Klink, klink. Die verbrauchen viel Platz. Ja, es geht wirklich nicht so. Das ist wirklich der optimalste Kreis hier. Ja, machen wir so. Etwas individuell. Ja, ich habe mich für noch einen Wendekreis hinter der Werkzeugfabrik bei Aachen entschieden. Gar nicht schlecht. Ich sehe schon, dass wir auch Aachen ans Netz anbinden. Allerdings sehe ich dann auch schon, dass ich hier wohl alles umbauen werde. Die Strecken, sie werden jetzt allmählich zu überlastet hier an dieser Ecke. So geht's immer weiter. Der Kohlenzug ist ja sehr langsam, aber es reicht. Mehr können die im Moment eh hier nicht produzieren. 28 erst, ja, schlecht. Okay, und ja, die zweite Kohlenmine ist angeschlossen. Und ich denke mal, hier mache ich jetzt auch mal das Gleiche. Wobei, ich habe noch nicht so. Was kostet das nochmal? Oh, das ist zu teuer. Das muss ich noch ein bisschen warten, das Kohlenlager. Dass der Zug hier schon mal hin kann. So, und der kann jetzt hier schön immer hin und her fahren. Hier auf der Strecke ist eh nichts los. Und deswegen ist das kein Problem jetzt verkehrstechnisch. Ja, bevor ich das allerdings tue und dann auch noch den Holzzug auf die Schiene stelle, den zweiten Holzzug für oben, für die Waldrodung, werde ich jetzt auch nochmal abwarten, bis ich genug Kohle hier zusammen habe. Und ja, dann kann ich einfach bessere Anhänger einsetzen. Ich denke mal, das machen wir dann auch in der nächsten Folge.
Und ich hoffe, ihr fandet das heute auch wieder interessant. Es hat Spaß gemacht, zuzugucken. Dann schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Hinterlasst auch ruhig einen Kommentar. Würde mich sehr darüber freuen. Und ja, ansonsten wünsche ich noch, bleibt sauber. Habt noch viel Spaß und lasst euch keine Angst einjagen.